Willkommen zurück zu Let's Play Secret of Mana. Im letzten Part haben wir Goldene Insel erreicht und durch glücklichen Zufall bin ich nochmal hier die Stadtmauer entlang gelaufen bis zu diesem Typ da oben. Da muss man einmal um diese Stadt sozusagen rumlaufen, um diese güldene Stadt. Und ihr seht auch hier die Wiese und die Bäume, alles ist so gülden. Ah, wollte ich jetzt nicht. Und er hat uns erzählt, dass dieser Turm abgeschlossen, und da mussten wir nochmal zurück zur Südstadt im Imperium, wo die alte Mara als Spionin da tätig ist. Weil sie hat uns ja erzählt von ihrem Mann, der vom Imperium gefangen wurde und scheinbar auch hingerichtet wurde. Aber der Schlüssel blieb verschwunden, und wir haben von dem alten Mann da auf der Mauer erfahren, dass er gefangen wurde, weil er den Schlüssel dieses Turms hier gestohlen hat. Und aha, okay. Jetzt haben wir rosa Wölfe. Ja, natürlich. Was haben wir hier drin? Lanzenorb. Ja, hallo? Heilkräuter. Mal gucken, wie die heißen. Ja, ihr wisst, das interessiert mich sehr. Rosa Schakale. Zombie-Wolf. Okay. Rosa Wölfe sind also Zombie-Wölfe. Sehr schön. Aber hier eigentlich schon wieder. Ah ja, hier. Ranu. Ach so, das ist dieser Typ, der uns nicht zu Luna lassen will. Ranul, glaube ich, heißt der Typ. Da sehen nur noch drei Charaktere. Hier haben wir den Imperator, seine Scherben hier. Da fehlt noch eine, ein weiblicher General fehlt noch, und noch irgendein anderer, glaube ich. Und hier fehlt noch einer. Hier unten haben wir ja schon vollständig, also die Charakter war fast vollständig, der Waffen. Na gut, aber jetzt hier einen Orb halten, dann werden wir nochmal schnell zum Schmied gehen. Aber ich vermisse immer noch ein Schwertorb. Wir haben jetzt schon für viele. Nee, hier war er nicht. War denn der hier unten in dem Haus? Ja, nee, hier ist das Kaffee. Hier, in dem Haus. Wir haben jetzt schon für einige Waffen 6 Orb, nur noch nicht. Ja, ja. Nur nicht für das Schwert. Irritiert mich. Which weapon is ready for reforging? Ja, diesmal ist es wirklich die Lanze. Irgendwie ist es, ich weiß nicht, ob es ein Übersetzungsfehler ist oder so. Die Hellbarde wird für 3000 zur Korallenlanze. Aha. Und ich werde irgendwie. Ja. Ich will gleich mal kurz gucken, nochmal wegen der Waffen. Ja, wie gesagt, das Schwert ist. Hat immer noch keinen sechsten Orb. Ich meine, die Faust, die Lanze, der Speer, die Axt. Die Axt noch nicht. Und hier der. Die Peitsche, die haben alle schon 6, nur die Schwert. Ich hoffe, ich habe noch keinen verpasst, ganz ehrlich. Ja, die Mädels. Poi. Okay, die könnte jetzt mal eine andere Waffe nehmen. Die hat ja ihre Peitsche. Nimmt die mal die Lanze. Und sie hat ihre Dings auf 6. Die Hyperfaust. Aber für sie ist im Moment keine andere Waffe, die sie noch leveln kann. Dann wird sie mal. Ja, dann nimmt sie mal die Peitsche. Weil
Ein Speer ist ja eine Wurfwaffe, also ein Stabwaffe, die halt geworfen wird. Und eine Lanze ist eine, ja, auch eine Stabwaffe, die wird halt in den Händen gehalten und als Stoßwaffe benutzt. Als Stoß- und Stichwaffe. Ja, da ist Genesungsstufe 6. Ah, du komm, verreck doch mal. Also er macht es hier, müssen wir das immer das Auge wegmachen. Ja, Crit und weg das Ding. Weil das Auge heilt die Gegner. Wie gesagt, die haben inzwischen auch schon Stufe 6. Okay. Das ist ein Wolf. Crit. Ihr seht ja auch, ich habe den Speer, der jetzt eine, so ein Teufelchen Dreizack ist oder so. Und ich werf die Waffe und Popoi hat die Lanze und sie sticht damit nur zu. Also warum der Speer und der Lanzenorb jeweils Lanzenorb heißt, weiß ich nicht, aber tot. Okay, hier geht's hoch. Aber das ist ja auch nicht so schlimm und nicht so wichtig, nicht wahr? Wow! Ein neuer Tiger! Ja, warum nicht? Macht das erstmal. Dann. Achso, ja, sie zaubert gerade, Moment. Nein. Machen wir mal Feuer. Ja, Explosion. Nein. Auf den R-Button. Okay, naja, konnte ich jetzt nicht sehen, ob das wirklich effektiv ist. Ja, der ist so, da können wir jetzt nichts machen, okay. Okay, und zaubern. Okay, er ist schon tot. Oder? Nee, doch nicht. Aber wir sind immer noch bei voller Gesundheit, sehr schön. Ist hier überhaupt irgendwie ein Schaden? Okay, er ist tot. Ja, wie gesagt, auch das ein, die hatten wir schon in Gelb, in Orange, Rot oder so. Ja, wie gesagt, das war damals noch gang und gäbe und ist ja auch heutzutage teilweise noch so, dass auch Bossgegner nochmal halt in stärker Form zu weiter vorkommen. Boomerang Orb, sehr schön. Okay. Ah, jetzt kommt hier eine Treppe. Okay, sehr schön. Ja, wir sind jetzt hier im Zentrum der Karte, genau auf der Insel. So. Ja, das war die Tiger-Chimäre und der Bi
Biochemie, okay. Was Oma das jetzt heißen soll? Öko-Bio-Wundersamen oder was? Axorb, also irgendwie habe ich den ganz stark gemacht, wir haben irgendwo einen Orb verpasst. Geht hier auch lang? Nee. Weil wir haben jetzt so viel Orb schon, aber immer noch kein Schwertorb. Das kommt mir verdächtig vor. Ist hier irgendwo ein Auge und heilt? Nee, okay. Ja, wie gesagt, was mich auch noch ein bisschen irritiert ist, die Schokolade braucht man nicht, dass die Waffen hier scheinbar immer zu diese Ballonfähigkeit oder irgendwas auslöst. Ob das so gewollt ist oder ob das auch nur ein Fehler im Spiel ist. Okay. Wow, der ist auch noch mal da. Der ist jetzt wahrscheinlich auch Bio. Ne, der heißt Gorgutaurus, okay. Okay, doch. Macht auch nicht Schaden. Ja, natürlich. Level 3. Level 4. Level 5. Ja, 274 Schaden, gar nicht mal so schlecht. Und nochmal. Ja. Nee, du nicht. Du, genau. Mach mal hier diesen Zauber. Jetzt hat er natürlich nicht getroffen, ist klar. Ja, ist richtig, ey. Jetzt verhindert er den Angriff, dass indem er euch einfach hochhebt, ey. Ach so, mach die Bahn wartet. Okay, Moment. Ah, sie kann nicht zaubern. Moment. Da muss ich erstmal eine Nuss nehmen. Oh, jetzt. Okay, er ist kaputt. Gut, war der Zauber gar nicht nötig. Ich wollte jetzt den Banner machen. Der scheint ja ganz interessant zu sein, aber wir haben ihn noch so kaputt gekriegt. Okay, und der gibt uns... Na. Boom-Orb? Immer noch kein Schwert-Orb. Hier kommen wahrscheinlich noch ein paar mehr, so eine Gegner, die wir schon mal hatten. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob manche sogar dreimal vorkommen können als Bosse.
wie gesagt, hier der Minotaurus. Wenn die haben weder dieselbe Farbgebung, sollte das heißen, dass sie eine Art Klon oder sowas sind. Der kommt auch nochmal vor, der Schleim, das weiß ich schon. Ich glaube auch der wird nochmal vorkommen, natürlich, ich glaube ja. Er ist ja schon zweimal gewesen, einmal als Mecha-Ritter, einmal als Mecha-Ritter 2, obwohl ich nicht weiß, außer der Farbe an dem, wo es anders ist, aber... Na gut, da ist noch ein Stern auf seinem Moped drauf da, aber ansonsten... Okay, aha, wir sind schon da. Okay. Das war ja... ging ja schneller, als ich dachte. Das wird Luna sein? Ach nee, das ist wieder ein anderer, das ist der... Ich bin Puck, der Lichtelementar König. Mammon hat mich meiner Kräfte beraubt, aha. Er hat mich dazu benutzt, Mana für seinen eigenen Benefit und Gold für seinen Treasure-Hold. Aha. The gold he's created will turn to stone one day. I hope that everyone's greed will disappear along with it. Ja, wollen wir hoffen. Before the world falls to the evil of the mana fortress. Ja, und schon wieder haben wir eine neue Magie, Licht und auch einen neuen Samen, also jetzt können wir ordentlich wieder grinden. Werde ich auch tun. Irgendwann. Ich denke mal, ja. Wir belassen das dabei. Wir haben den Turm gut durchgeschafft. So. Wenn wir nochmal gucken, jetzt in unsere Status. Okay, der ist wiederum nur für Popoi. Der Puck. Er hat den Lichtsäbel, Waffe hält Kraft des Lichtes, reines Licht, Gegner werden mit reinem Licht getroffen. Ja, weiß ich nicht, ist das Blendete oder macht das auch Schaden? Und die kostet 8 MP, ey. Muss ja eine tolle Ding sein. Schützt vor einer bestimmten Anzahl von Waffenattacken. Also ein Schutzbarriere-Zauber. Ja, die wissen wir jetzt... Obwohl, ich weiß gar nicht. Na doch, eigentlich müsste es gehen. Wir müssen jetzt alle auf Stufe 6 jetzt hoch trainieren, weil das hängt, die Stufe hängt ja von den Samen ab und nicht von den Anzahl der Zauber. Wir müssen jetzt alle auf Stufe 6 hoch trainieren, das wird sicher lustig. Der ist jetzt natürlich auch hier in unserer Charakterliste. Ja, hier haben wir den. Also wir finden, suchen immer noch nach Luna. Ihr seht, es fehlen noch zwei Avatare hier. Das Umbra, Umbravich oder so. Und hier haben wir Puck. Ja, sieht so wie so eine Art Wolke oder ähnliches aus. Einer ist noch Luna-Mond, das weiß ich. Aber die andere weiß ich gar nicht mehr, was da jetzt noch kommt. Okay, mal gucken. Bevor wir den Part beenden, möchte ich noch mal kurz... Wir gehen noch runter wieder in die Stadt und beenden den Part da. Aber wir wollen mal kurz... Puck, der Elementar des Lichts, verleiht den drei Helden seine Macht. Von Luna hingegen fehlt weiterhin jede Spur. Ob Lunas Schüler sie zum Narren gehalten hat, erneut... Okay, also wir müssen jetzt nochmal zu dem Typen hin. Er ist, glaube ich, auch langsam. Aber ich denke, wir haben ja schon da ganz... Da rechts, rechts von der Mitte der Karte in der Wüste, in diesem Krater waren wir ja schon mal kurz... Ich denke mal, da wird der am Ende sein. Da wird auch der dazugehörige Tempel sein, schätze ich mal. Oder ja, wir können ja auch gleich... Dann brauchen wir nicht so weit latschen, wenn wir raus sind. Wo kriegen wir... Aber hier? Ja, ich wollte sagen, kommen wir gar nicht wieder runter. Aber ich verstehe immer nicht, warum uns immer noch ein Schwert aufhielt. Das macht mir Sorgen, meine Freunde. Weil wir jetzt schon fast alle Waffen mit
Weil wir können ja erstmal zum Schmied noch gehen, die Waffen schmieden lassen. Wir haben jetzt schon fast alle Waffen mit. Sechs Orbs, nur das Schwert noch nicht. Das macht mir Sorgen. Ah, vielleicht muss ich doch mal im Internet ein bisschen recherchieren, ob ich vielleicht doch schon was vergessen habe oder so. Ich hoffe, dass es noch nicht unwiederbringlich ist. Wo mich interessiert mal, ich weiß nicht, ob es euch interessiert, aber mich interessiert mal, ob der König jetzt irgendwas zu sagen hat, nachdem er jetzt sein... Also er hat den Avatar hier gezwungen, das Gold herzustellen. Also das ist alles gar nicht natürliches Gold, sondern... Aber warte mal, wir werden mal kurz gucken. Obwohl hier gibt es... Ich weiß nicht, ob es hier eine Szene gibt, aber... 200 GP kostet hier eine Nacht. Nee, okay. Ich denke mal, vielleicht beim nächsten Wirtshaus... Wo wieder ein Tisch ist, ich weiß nicht, ob hier gibt es keinen Tisch, aber... Ja, speichern tun wir später. Ich möchte jetzt kurz noch mal den König sprechen und dann gehen wir noch mal zu Wotz und dann beende ich den Part. Und im nächsten Part denken wir, werden wir in den Bergen wieder sein. Ja, hier sind die Spielenden des Königs wahrscheinlich, ich weiß nicht. Ja, das könnte seine Frau sein, ich weiß auch nicht genau. Gold, and it's all mine. Okay, der ist immer noch vom Gold besessen, na gut. Ja. Sahnen. Well, no one was using this place, so. Ja, du musst mir die hier sogar erklären. I've been waiting. Which weapon is ready for re- Ja, wie gesagt, mit dem Schwert macht mir Sorgen. Die Goldaxt wird für auch 3000 zur. Oh, die sieht ja jetzt cool aus. Werwolfspalter. Der Silberbogen wird zum Elfenbogen. Ja. Der Titanbumerang. Oh. So eine Art Shuriken. Backnack. Backnack. Okay. Sagt mir jetzt so nichts, aber so eine Art wie eine Art Shuriken oder so. Schwert. Ja, das Schwert ist die einzige Waffe, die jetzt noch nicht 6 Orbs hat. Finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig, muss ich ehrlich sagen, Freunde. Aber ja, wir werden sehen. So, dann werden wir mal kurz wieder Waffen verteilen. Okay, sie arbeitet an der Peitsche. Nee, dann nimmst du einfach mal. Ja, nimm ruhig mal das Baggerna. Nack, Baggernack oder keine Ahnung, wie man das ausspricht. Dann wollen wir uns die Waffen mal noch mal ein bisschen genauer ansehen. Also, wir haben jetzt hier. Ah, ja, die Korallenlanze. Ja, wunderschön. Cool. Ja, ja, die Klaue, die Hyperfaust, die habe ich gemacht, offscreen gemacht. Da haben wir den Rob ja da in dem Tempel bekommen. Teufelchen Gaben, Heugabel, naja, gut. Bisschen merkwürdig halt. Ja, hier haben wir das Baggernack. Ja, auch keine Ahnung, eine Klingenhofer, keine Ahnung, kenne ich nicht. Ja, und hier der Bogen. Ja, guckt euch den Bogen an. Der ist ja mal richtig cool. Da bin ich ja schon mal auf die Bögen gespannt, die noch kommen. Ne?
Dann haben wir die Peitsche. Na gut, die Peitsche hatten wir ja. Die sehen immer gleich aus, halt bloß immer ein bisschen anders eingefärbt. Und hier, ja, die Axt, die macht ja mal wirklich was her. Weil die ersten vier waren ein bisschen langweilig irgendwie, weil die nicht alle sehr ähnlich waren. Halt mal Doppelschneide, mal eine Einfachschneide. Ich meine, die war ja auch schon ganz cool. Und die hier, ja, die macht ja mal wirklich was her. Ja, ich denke, hier verabschieden wir uns, Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Part, wo ich denke mal schon bei dem Typen da oben in den Bergen sein werde, damit wir mit ihm sprechen können. Mal gucken, wo er uns jetzt wieder hinschickt oder was denn passieren wird. Und dann werden wir mal gucken, wie es weitergeht. Also bis dann. Wer mehr mag, kann gerne mal einen Kommentar schreiben oder ein Like da lassen. Bis zum nächsten Part.